Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie alle auf das Allerherzlichste begrüßen bei unserem heutigen AIS-Talk zum Thema der Transnistrien-Konflikt und aktuelle Entwicklungen in der Region. Als Gesprächspartner haben wir heute einen Mann, der zweifellos davon etwas versteht. Er ist nicht nur einer der bekanntesten und profiliertesten österreichischen, sondern sogar EU-Diplomaten. Und wenn Sie mir erlauben, werde ich ihn ganz kurz vorstellen. Viele kennen ihn ja. Es geht um Dr. Thomas Meyer-Harting. Thomas Meyer-Harting ist überraschenderweise nicht in Österreich, sondern in England, in Epsom aus familiären Gründen geboren. Aber die Schule hat er dann in Österreich besucht, im Theresianum maturiert, an der Uni Wien Rechtswissenschaften studiert, das Doktorat gemacht, aber dann auch am College of Europe in Brügge studiert und mit internationalem Recht abgeschlossen. Wie die Ausbildung schon zeigt, war eine diplomatische Karriere mehr oder weniger schon ins Auge gefasst und unmittelbar danach hat er sie auch gestartet, war in Brüssel tätig, war in Moskau tätig und dann hat ihn Alois Mock in sein Kabinett, ins Außenministerium geholt, ein deutliches Zeichen, dass er offensichtlich bereits auf sich aufmerksam gemacht hat. Ja, im Anschluss an seine Tätigkeit im Kabinett des Außenministers ist er dann stellvertretender politischer Direktor geworden, dann ins Ausland gegangen als Botschafter nach Belgien und zur NATO, war dann politischer Direktor. Und eine der Schlüsselfunktionen im Außenministerium und hat diese Karriere dann fortgesetzt als österreichischer UNO-Botschafter. Und zwar in einer sehr wichtigen Zeit, wo Österreich auch im Sicherheitsrat vertreten war und er dadurch auch dem Weltsicherheitsrat 2 Jahre angehört hat. Ja, und danach war die Karriere nicht zu Ende, sondern er hat sie fortgesetzt bei den Vereinten Nationen, nur nicht als österreichischer Botschafter, sondern als Botschafter der gesamten Europäischen Union. Ja, danach war er zuständig im Rahmen der EU für Europa und Zentralasien und ist jüngst seit Beginn dieses Jahres Sonderbeauftragter für die OSZE für Transnistrien. Ja, und daher ist es sozusagen kein Zufall, dass er heute unser Gesprächspartner ist. Und meine erste Frage würde angesichts der Tatsache, dass Transnistrien ja eigentlich, wenn man auf die Landkarte blickt, anders aussieht als die meisten anderen Staatsgebilde. Es ist so ein circa 200 Kilometer langer Streifen, am linken Ufer des Dniester. Nicht sehr breit, sondern im Durchschnitt ungefähr 10, 15, vielleicht 20 Kilometer breit, das heißt sehr lang und schmal. Einwohnerzahl 500.000. Ja, und die Frage, wie kam es eigentlich zu diesem Konflikt und wie kam es eben zu dieser Situation eines Transnistrien an der linken Seite des Flusses Dniester? Ja, Herr Bundesminister, ich danke erstens sehr für die freundliche Einleitung und es freut mich, über ein Thema zu sprechen, das ich eine ganze Weile schon verfolgt habe. Es führt, wie ich gleich erklären werde, zurück, die Problematik, mit der wir da konfrontiert sind, in die Endphase der Sowjetunion, wo ich ja, wie du gerade gesagt hast, selber in Moskau war und das eine oder andere aus der Nähe gesehen habe. Ich habe dann insbesondere auch in meiner Zeit als Exekutivdirektor in Brüssel genau mit den Problemen Osteuropas zu tun gehabt und unter anderem eben auch mit diesem. Ich glaube, alle diese Konfliktsituationen, mit denen wir in diesem Teil der Welt konfrontiert sind, kann man nur verstehen vor der relativ komplexen und vielfältigen Geschichte dieser gesamten Region. Um konkret einmal von Transnistrien zu sprechen, das ja international als Teil als der Republik Moldau angesehen wird, muss man dazu sagen, dass das, was heute die Republik Moldau ist, hervorgegangen ist aus der moldauischen SSR und die wiederum hat ihre Geschichte teilweise im Osmanischen Reich, dann teilweise in Verbindung
mit Rumänien und teilweise eben Verbindung mit dem kaiserlichen Russland. Das, was konkret passiert ist, ist, dass jener Teil, also die ganze Gegend im Wesentlichen als Bessarabien bezeichnet wird, ein rumänisch bevölkerter Teil dieser Region, der ursprünglich eben, wie gesagt, osmanisch war, dann Teil des Königreichs Rumänien geworden ist, also Großrumäniens zwischen 1918 und dem Zweiten Weltkrieg und dann im Zuge der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs an die Sowjetunion gefallen ist. Ich rede hier von dem Teil Moldaus, der Republik Moldau, der rechts des Flusses Dniester liegt. Der Teil, der links des Flusses Dniester liegt und daher Transnistrien genannt wird, hat eine Geschichte, die ebenfalls über die Geschichte, wie ich sage, Russlands und teilweise sogar des polnischen Großreichs geführt hat und dann in der sowjetischen Zeit eben zusammengefasst wurde es mit dem rechts des Dniester liegenden Gebiets in der moldauischen sozialistischen Sowjetrepublik. Und wie dann die Sowjetunion am Anfang ihres Zerfalls gestanden ist, haben sich zuletzt unter dem Eindruck der Perestroika eben auch in Moldau auf der rechten Seite des Dniester hat sich eine Bewegung, eine, würde ich sagen, rumänischsprachige, durchaus auch rumänisch-nationale Bewegung geschaffen, wo viele auch die staatliche Verbindung mit Rumänien wiederherstellen wollten, was ja, wie ich schon gesagt habe, in der Zwischenkriegszeit in Großrumänien der Fall war. Umgekehrt war auf der rechten Seite, auf der linken Seite des Dniester an dieser Zukunft wenig Interesse, weil, wie ich auch noch erklären werde, diese beiden Regionen eben auch eine unterschiedliche ethnische Zusammensetzung haben und links des Dniester erheblich mehr Russen, russischstämmige und ukrainischstämmige Bewohner leben. Das heißt also, wie sich abgezeichnet hat, die Unabhängigkeit der moldauischen Sowjetrepublik als ein freies Moldau, Moldawien, gab es schon auf der linken Seite des Dniester Unruhe, weil diese Bevölkerung und die dort herrschenden nicht ohne weiteres Teil eines rumänischsprachigen neuen Staates werden wollen. Es kam daher schon in der Gorbatschowschen Zeit zur Ausrufung einer transnistrischen Sowjetrepublik, was selbst Gorbatschow damals noch für illegal erklärt hat. Und in weiterer Folge hat sich dann die moldauische Sowjetrepublik in den Grenzen, die sie in der Sowjetunion hatte, für unabhängig erklärt im Jahr 91. Und im Prinzip gilt ja, das ist ja ein Faktum, mit dem wir auch sonst konfrontiert sind in anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion, galt ja und nach dem Verständnis auch der Pariser OSZE-Charta, dass die neu entstandenen Staaten ihre Unabhängigkeit erlangen in den Grenzen, die sie in der ehemaligen Sowjetunion hatten. Das heißt, die moldauische Sowjetrepublik hat sich für unabhängig, für ein unabhängiges Moldau erklärt unter Einschluss dieses links dniestrischen Gebiets, das eine, wie ich ja schon versucht habe zu erklären, etwas andere Entstehungsgeschichte hat als der rechts des Flusses gelegene Teil. Das hatte zur Folge, dass sich diese neuen Autoritäten nie wirksam werden konnten auf der linken Seite des Dniester und dass das dann im Gefolge im Jahr 91 und im Jahr 92 auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen gekommen ist, zu Kämpfen, die zu etwa 1000 Toten und 120.000 Vertriebenen geführt haben. Kämpfe, in denen, an das wirst du dich vielleicht erinnern, die ehemalige 14. Armee der Sowjetunion unter General Lebed eine gewisse beträchtliche Rolle gespielt hat. Faktum war, dass dann über Vermittlung Russlands es zu einer Waffenruhe gekommen ist und de facto eine Friedenstruppe eingerichtet wurde, an der sich Kräfte aus Moldau beteiligen und aus Russland und dass diese, auch die Ukraine war damals in diese Vermittlungsbemühungen eingebunden und dass damit der Konflikt ruhig gestellt wurde. Und anders als in anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion ist 1992 nicht mehr geschossen worden. Faktum ist aber auch, dass es der moldauischen Regierung in Chisinau nie gelungen ist, ihre Autorität auf die linke Seite des Dniester zu erstrecken. Dort herrschen
de facto Autoritäten, die international, also von der internationalen Staatengemeinschaft nicht anerkannt werden, die aber sehr wohl Gesprächspartner sind im Rahmen dieses Vermittlungsprozesses, den ich jetzt vorsitze, augenblicklich noch für den albanischen OSZE-Vorsitz leite. Und ich könnte dann noch ein paar Worte sagen über den Prozess, der da entstanden ist. Im Prinzip ist im Laufe der Jahre über die ursprünglichen Vermittler Ukraine, Russland und OSZE, mit natürlich den beiden Seiten, das heißt mit Moldau und den de facto Autoritäten in Transnistrien, ist entstanden ein erweiterter Prozess, der 5 plus 2 genannt wird. Die 5 sind diese Erstgenannten, also die 3 Vermittler und die beiden Seiten. Und die plus 2 sind 2 Beobachter, die sich an diesem Prozess beteiligen, nämlich die Europäische Union, die somit dort auch eine formelle Rolle hat, die ich in meiner Zeit bei der EU auch für die EU wahrgenommen habe, und die Vereinigten Staaten. Ja, wenn man jetzt die Situation betrachtet, du hast gesprochen von den kriegerischen Ereignissen 1991, 1992. Das heißt, das ist fast 30 Jahre bereits vergangen. Wenn man sich anschaut, wie ist die Situation heute? Dazwischen hat es ja einige Erklärungen gegeben, auch über Truppenabzug etc. Wie würdest du die Situation heute beschreiben? Beziehungsweise, was unterscheidet diesen Konflikt von anderen sogenannten eingefrorenen Konflikten? Eingefroren ist ja immer ein recht theoretischer Begriff. Man hat bei Nagorno-Karabach gesehen, dass ein eingefrorener Konflikt fast über Nacht auch zu einem heißen Konflikt werden kann. Und insofern ist die Frage sozusagen, wie stabil ist die Situation? Wie sieht es aus? Und wie kann man das heute beurteilen? Also ich würde sagen, der wesentlichste Unterschied zu anderen Konflikten in der Region ist erstens einmal, dass er wirklich eingefroren ist, weil es de facto seit dem Jahr 92, wie ich schon gesagt habe, keine bewaffneten Auseinandersetzungen gegeben hat. Der zweite Unterschied, der den Konflikt auch von anderen Konflikten in der Region unterscheidet, ist, dass es jedenfalls auch seit der Unabhängigkeitsentwicklung in den anderen Ländern keine direkte Grenze gibt zwischen dieser Konfliktregion und Russland, weil die Republik Moldau, die ein Binnenstaat ist, übrigens 100 Meter Moldaus sind auch an der Donau gelegen, also genau 100 Meter, also Moldau ist auch ein Donauanrainerstaat, aber im Prinzip sie hat 2 Nachbarn, die Republik Moldau, auf der einen Seite die Ukraine und auf der anderen Seite eben Rumänien. Das heißt also, es gibt in dem Sinn keine territoriale Kontiguität zwischen dem Konfliktgebiet Transnistrien und Russland. Es gibt zwar, wie ich schon erklärt habe, russische Truppen, die sich in Transnistrien befinden als Friedenstruppen und teilweise auch noch Restbestände, wenn man so will, mit Waffenbeständen der ehemaligen 14. Armee. Aber es gibt keine territoriale Kontiguität. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied ist, und das ist ein sehr wichtiger Unterschied, dass das in Wahrheit der einzige Konflikt im Bereich der ehemaligen Sowjetunion ist, wo sich die Beteiligten in der OSZE, nicht notwendigerweise die Transnistrier, aber die Beteiligten in der OSZE im Prinzip einig sind über die Parameter, nach denen der Konflikt gelöst werden soll. Das heißt, das Ziel des Prozesses, den ich als Mediator leite, ist die Schaffung einer Situation, die einerseits voll berücksichtigt die Souveränität und territoriale Integrität der Republik Moldau in ihren international anerkannten Grenzen. Und das schließt eben, was die internationale Anerkennung anlangt, auch den Bereich Transnistrien ein, mit einem Sonderstatus, einem Special Status für Transnistrien. Das heißt also, anders als zum Beispiel bei den Regionen in Georgien, über die georgische Regierung nicht die Kontrolle hat, oder anders als auf der Krim und in einer gewissen Hinsicht, obwohl da stellt sich die Situation ein bisschen anders dar. In der Ostukraine gibt es hier insbesondere auch mit der Russischen Föderation einen prinzipiellen Konsens, welches Ziel angestrebt werden soll. Der dritte Unterschied ist der, dass es jedenfalls auch im Zeichen des 5 plus 2 Prozesses
über die Jahre hin einen ständigen Dialog gegeben hat zwischen den beiden Seiten, also zwischen den Konfliktparteien. Und dass auch in Wahrheit sie sich sehen und im Prinzip auch, da hat es in den letzten Monaten Probleme gegeben, Bewegungsfreiheit zwischen den beiden Ufern des Dniester besteht. Ich meine, um das in einem plastischen Beispiel zu schildern, die also in Transnistrien haben die de facto Autoritäten, haben wie soll ich sagen, Bezeichnungen, die an die ehemalige Sowjetunion erinnern. Da gibt es noch einen obersten Sowjet und da gibt's einen Vorsitzenden des obersten Sowjets, sagen wir nach der dortigen Terminologie. Und ein früherer Inhaber dieser Funktion, der vor Jahren also diese Funktion innehatte, wenn man den gefragt hat, wie können wir uns am besten treffen, hat er gesagt, würde mir von meinen Vorgängern berichten, vielleicht treffen wir uns am besten in 3 Tagen im McDonald's in Chisinau, also in der Hauptstadt in der Hauptstadt Moldaus. Ich glaube, ich brauche nicht dazu sagen, dass er eine ähnliche Vereinbarung für Treffen mit den Separatisten in der Ostukraine oder mit den Vertretern den de facto Autoritäten Abchasiens und Südossetiens nicht möglich wäre. Und dieser besondere Zustand hängt halt zum Teil auch damit zusammen, und darüber könnte man noch mehr sagen, dass auch die ökonomischen Interessen der Region eine etwas andere sind als in anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion. Die Republik Moldau selbst hat etwa 2 Drittel ihres Handels, ihres Außenhandels mit der Europäischen Union, was also deutlich mehr ist als zum Beispiel für Belarus gilt, wo Belarus ca. 80% seines Handels mit Russland betreibt. Aber das Interessante ist, dass auch über 50% des Handels aus Transnistrien einerseits mit dem anderen Ufer des Dnestr und andererseits mit der Ukraine und sogar betrieben wird, dann weitere 30% ungefähr mit Rumänien und dem Rest der EU. Und ich würde sagen, nach meinen Zahlen ungefähr, ich glaube, unter 20%, wenn ich mich an die Zahlen richtig erinnere, mit der Eurasischen Wirtschaftsunion inklusive Russlands. Das heißt, es gibt auch in Transnistrien Menschen, die stark interessiert sind an funktionierenden ökonomischen Beziehungen mit der Europäischen Union. Und das hatte zur Folge, ich meine, das führt jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail, ist aber durchaus interessant, dass wie die Europäische Union das Assoziierungsabkommen abgeschlossen hat mit der Republik Moldau und eine vertiefte Freihandelszone geschaffen hat zwischen der Republik Moldau der Europäischen Union, auch die Transnistrier Interesse hatten, dass diese Freihandelszone, dieses Freihandelsgebiet erstreckt wird auf das linke Ufer des Dniester, was aufgrund einer Reihe von komplexen Vereinbarungen, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen kann, auch geschehen ist. Das heißt, es gibt sogar eine Rechtsbasis für Handel im Rahmen des Assoziierungsabkommens mit der Republik Moldau mit Transnistrien. Und wie gesagt, dann gibt es noch etliche andere Punkte, die Erwähnung finden, die weniger positiv sind als das, was ich gesagt habe. Jeder weiß, dass in der Republik Moldau oligarchische Strukturen über viele Jahre bestanden haben. Da gab es ja auch in der Republik Moldau diesen berühmten Bankenraub, dem 14% des Bruttonationalprodukts Moldaus 1 Milliarde Dollar zum Opfer gefallen sind. Aber Oligarchen gibt es auf beiden Seiten des Dniester. Und ein Teil der Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und einer der Gründe, warum der Dialog vielleicht dort besser funktioniert hat als anderswo, ist, dass durchaus auch die Oligarchen auf beiden Seiten ein Interesse hatten, eine Gesprächsbasis aufrechtzuerhalten. Also das ist vielleicht auch eine Besonderheit dieses Konflikts. Ja, ich glaube, da haben wir schon ein sehr gutes Bild bekommen. Man muss auf der anderen Seite sagen, aber trotzdem ist es ja recht interessant. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass meines Wissens Transnistrien auch ein Aufnahmegesuch um Aufnahme in die Russische Föderation gestellt hat. Also da gibt es ja durchaus auch Aktivitäten, die vielleicht von einer weiteren Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind.
Und üblicherweise ist es ja nicht nur ein lokales Problem. Es ist immer wieder üblich, dass in einem Grenzgebiet eine ethnisch andere Zusammensetzung herrscht als im Zentrum. Es ist ja durchaus auch möglich, sozusagen, dass daraus auch Interessensunterschiede bestehen. Was sind denn eigentlich die großen strategischen, oder was ist denn eigentlich diese große strategische Bedeutung Transnistriens, wenn man es sagen kann, nicht nur jetzt auf der einen Seite für die Republik Moldau und möglicherweise auch Rumänien in weiterer Folge, sondern insbesondere natürlich auch für den großen Nachbarn Ukraine, aber auch für Russland und für die Europäische Union. Also ich würde mal anfangen mit dem, was du gesagt hast über den Wunsch der Transnistrier, Teil Russlands zu werden. Es ist richtig, es hat dort damals ein Referendum stattgefunden, wo sich also ein von den international nicht anerkannten Autoritäten organisiertes Referendum, wonach dem sozusagen dem Resultat, das bekannt gegeben wurde, sich eine überwältigende Mehrheit entweder für die Unabhängigkeit oder in weiterer Folge für den Anschluss an Russland angesprochen hat. Es muss allerdings gesagt werden, dass, und das habe ich ja schon vorher ausgeführt, dass Moskau auf diesen Wunsch nie eingegangen ist, jedenfalls nie offiziell, und dass Moskau selbst sich im Rahmen der OSZE, wie ich schon gesagt habe, zur territorialen Integrität und Souveränität Moldaus in seinen international anerkannten Grenzen bekennt. Und wir haben gerade in diesen Tagen, weil es steht ja morgen an, das Ministertreffen der OSZE in Tirana, das diesmal virtuell, so wie unsere Veranstaltung, über. Und einer der ganz wenigen Dokumente, die bei jedem dieser OSZE-Treffen seit Jahren vereinbart wird und auch dieses Jahr vereinbart werden wird, ist eine Erklärung zum 5+2-Prozess. Es gibt sonst, wie du weißt, fast nichts, was dort herauskommt bei diesen Ministertreffen, weil sich die Beteiligten, weil immer der Konsens aller Partnerstaaten, ja aller 57, nicht hergestellt werden kann. Aber in diesem Fall gibt es einen Konsens und es wird daher meiner Meinung nach, wenn nicht etwas ganz Unerwartetes passiert, auch morgen wieder eine Erklärung geben in der OSZE, die bekräftigt das Bekenntnis der gesamten OSZE zur territorialen Integrität und Souveränität der Republik Moldau. Umgekehrt ist es natürlich auch ein Faktum, dass die Republik, dass die russischen Truppen, auch die Friedenstruppen, weiterhin vor Ort sind und dass es zumindest bisher keine Dynamik gegeben hat, das Problem politisch zu lösen. Das heißt, es bleibt also die Frage offen, wie sehr das Interesse aller Beteiligten ist an einer dauerhaften Lösung des Konflikts. Es hat historisch, und das ist interessant, in den frühen 2000er Jahren einen Versuch gegeben, eine Lösung zu finden, der von Russland sehr gefördert wurde, der sogenannte Kosak-Plan, hinter dem der damalige Berater des Präsidenten Putin, Dmitri Kosak, gestanden ist, der jetzt wieder der stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung der Russischen Föderation ist. Und dieser Kosak-Plan ist interessant, der hätte eine Art föderale Struktur vorgesehen für die Republik Moldau. Aber ein wesentlicher Punkt war, dass im Rahmen der parlamentarischen Strukturen dieses Staatengebildes die Transnistria de facto in der zweiten Kammer des Moldauer Parlaments, dem Senat, die Möglichkeit gehabt hätten, grundlegende Entscheidungen der Republik Moldau, wohl auch insbesondere zu Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik des Landes, zu blockieren. Also de facto eine Art Vetorecht. Und da kann man irgendwie verstehen, dass in der Ukraine bei diesem Konzept gewisse Alarmklingeln geläutet haben, weil die Ukrainer sich gedacht haben, dieses Modell ist offenbar das Modell, das die Russen in weiterer Sicht auch für die Ukraine anstreben, wo ja durchaus die Idee war, dass die Ostukraine eine Möglichkeit haben soll, im Rahmen einer künftigen, sozusagen wiedervereinigten Ukraine entscheidend mitzubestimmen und notfalls auch zu blockieren, außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen des Landes. Dieses Modell war damals selbst für Moldau, für Voronin, übrigens den ehemaligen kommunistischen Chef der moldawischen Sowjetrepublik, unakzeptabel. Und daher ist dieser Prozess
damals stecken geblieben und dann man ist nie mehr zu diesen grundlegenden Diskussionen zurückgekehrt. Jedenfalls bis heute. Seither hat sich, und nur das kurz gesagt, und das ist auch eine Besonderheit des transnistrischen Regelungsprozesses, seit etwa 2015 hat sich entwickelt ein Dialog, wo es eher gegangen ist und geht um praktische Problemlösungen im Interesse der Bevölkerung auf beiden Seiten. Da geht es um die Wiederherstellung einer Brücke über den Dnestr, da geht es um die Möglichkeit, dass transnistrische Autofahrer Nummerntafeln bekommen, die es ihnen ermöglichen, mit ihren Autos auch international zum Beispiel in die Europäische Union zu reisen. Was interessant ist, weil damit eine Formel gefunden worden ist, wo diese Autos in Moldau registriert sind, aber die Nummerntafeln sind neutral und schauen anders aus als die moldauischen Nummerntafeln. Und da gibt es eine Reihe von anderen Lösungen dieser Art. Und diese praktischen Schritte, die in den letzten Jahren erzielt worden sind, auch die Möglichkeit zum Beispiel für rumänischsprachige Schulen auf dem anderen Ufer des Dniester und so weiter, das waren über eine Weile, da hat Österreich auch eine große Rolle gespielt in seinem OSZE-Vorsitz im Jahr 2017, das waren echte Fortschritte. Diese Fortschritte sind stecken geblieben im Moment, unter anderem auch wegen der Pandemie. Darüber kann ich, wenn du willst, mehr sagen. Aber in den letzten Jahren ging es bei unserer Arbeit weniger um die großen politischen Lösungen als um Fortschritte, eine Politik der kleinen Schritte, die den Menschen in der Region das Leben erleichtert. Ja, naja, wenn wir uns die Umgebung anschauen, dann hat sich ja da auch politisch etwas geändert, sowohl in der Ukraine, wo der Präsident, ich sage das jetzt, auch wieder versucht, den Gesprächsfaden mit Russland aufzunehmen. Auf der anderen Seite haben wir in der Republik Moldau ja jetzt eine neue Präsidentin, fast überraschend, muss ich sagen, für einen Großteil der Beobachter, die zum ersten Mal eine ganz eindeutige pro-westliche Orientierung hat. Maria Sandu ist zweifellos eine interessante Erscheinung. Inwieweit hat das möglicherweise auch Rückwirkungen auf diesen Prozess? Ich meine, ich würde mal so sagen, die Republik Moldau insgesamt liegt, wo sie geografisch liegt. Sie hat wirtschaftliche Schwerpunktinteressen, von denen ich schon gesprochen habe, in Bezug auf ihr Verhältnis zur Europäischen Union. Es gibt auch wichtige Verbindungen, zum Teil auch wirtschaftliche Verbindungen im Energiebereich nach Russland. Umgekehrt ist, wie ich schon gesagt habe, anders als in anderen Konfliktregionen, Russland kein direkter geografischer Nachbar. Trotzdem gibt es in der Republik Moldau seit Jahren eine Art Diskussion, die verkürzt dargestellt wird als eine Diskussion zwischen proeuropäischen und prorussischen Kräften. Man muss dazu sagen, dass in der Vergangenheit sich politische Akteure in der Republik Moldau, denen, sagen wir, oligarchische Interessen wichtiger war als anderes, als proeuropäisch deklariert haben, unter anderem auch teilweise politische Kräfte, die damals mit diesem Bankenskandal zu tun hatten, was über eine Weile auch die EU, muss man fast sagen, in Moldau in Misskredit gebracht hat. Uns war immer, wie ich noch in der EU gearbeitet habe, klar, es kommt nicht darauf an, als was sich einer deklariert, sondern es kommt darauf an, für welche Prinzipien und Werte der jeweilige Politiker, die jeweilige Politikerin eintritt. Die neu gewählte Präsidentin Maya Sandu, die ihre Funktion am 24. Dezember übrigens, justement, antreten soll, weil Moldau hat ja die orthodoxen Weihnachten und feierte Herr Weihnachten etwas später als wir. Maya Sandu hat eine lange proeuropäische Vita und hat immer schon für eine enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Union gekämpft. Sie war übrigens im letzten Jahr Premierministerin eine kurze Weile einer Koalitionsregierung, die gebildet wurde aus den Sozialdemokraten, denen man im Allgemeinen, sagen wir, die Etikette pro-russisch umhängt, des bisherigen Präsidenten Igor Dodon und eben der Partei Maia Sandus. Es ist interessant, dass diese Koalitionsregierung das Resultat war, das ist sehr selten in der Region, gemeinsamer diplomatischer Bemühungen der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten und Russlands.
Und als Ergebnis also dieser Bemühungen kam es zu dieser Koalitionsregierung, die dann, ich muss sagen, im Rückblick bedauerlicherweise aus meiner Sicht geplatzt ist. An sich ist das ein Land, wo ein breiterer Konsens, sagen wir, eine Art große Koalition, ohne diese österreichische Terminologie zu brauchen, politisch und historisch durchaus Sinn gemacht hätte. Präsident Dodon, der jetzt aus dem Amt scheidet, hat wiederum sehr stark sich an Russland orientiert, war, glaube ich, nirgends öfter auf seinen Auslandsreisen als in Moskau und in der Russischen Föderation und hat diesen Aspekt sehr hervorgehoben. Umgekehrt muss ich doch auch sagen, dass die großen Parameter dieses 5+2-Prozesses und der Bemühungen zur Lösung des Konflikts eigentlich konsensual sind für alle politischen Kräfte in der Republik Moldau. Ich gehe daher eigentlich davon aus, dass das, was wir da tun, insbesondere auch die Bemühungen, das Leben der Menschen in der Region zu verbessern, von allen in Moldau geteilt wird. Ich sehe daher aus meiner Sicht für meine Arbeit keinen dramatischen Unterschied durch diesen Präsidentenwechsel. Es ist auch dazu zu sagen, der Präsident der Republik Moldau ist ein in vielerlei Hinsicht zeremoniales Amt und eine politische Autorität, wie sie der bisherige Präsident ausgeübt hat, kann dieser Präsident nur dann ausüben, wenn er gleichzeitig auch über eine Mehrheit im Parlament verfügt. Eine solche Mehrheit hat Maia Sandu im Moment nicht. Es ist zu erwarten, dass sie Neuwahlen anstreben wird, die ihr auch im Parlament nach ihrer Hoffnung eine Mehrheit bringen wird. Wenn dieser Fall eintritt, dann wäre sie in einer ähnlichen politischen Situation wie Dodon in den letzten Monaten, dass sie konkret politisch gestalten könnte über das Maß hinaus, das das Präsidentenamt erlaubt. Aber bis diese Wahlen stattfinden können, da gibt es verschiedene Mechanismen, um sie herbeizuführen, werden noch Monate vergehen und der Ausgang dieser Parlamentswahlen ist derzeit wohl auch noch offen. Ja, wenn man jetzt Lösungsansätze ganz theoretisch nimmt, dann gibt es in Wirklichkeit sozusagen drei Möglichkeiten. Es bleibt alles so, wie es jetzt ist. Oder es gibt sogar den möglichen Anschluss an Russland theoretisch. Und es gibt die Rückkehr oder Wiedereingliederung in die Republik Moldau mit einem Autonomiestatut. Wenn man es im größeren Zusammenhang sieht, eben auch mit der Frage Russlands, wird in der Diskussion immer wieder die Frage aufgeworfen, ob nicht ein Modell à la Österreich 1955, das heißt die Neutralisierung des Landes und damit das Außerstreitstellen sozusagen des Landes zwischen Russland, damals Sowjetunion und auf dem Westen, sprich jetzt EU, helfen könnte, eine tatsächliche Lösung herbeizuführen. Wie siehst du derartige Vorschläge? Zuerst einmal nur zu deiner Eingangsbemerkung zu den möglichen Optionen. Ich möchte noch einmal wiederholen, in der OECD vereinbarte Zielsetzung ist eine Lösung, die auf einen Sonderstatus Transnistriens innerhalb der souveränen Republik Moldau in ihren internationalen Grenzen anstrebt. Eine andere Lösung wird international nicht diskutiert. Das Problem ist freilich, dass zwar Russland sich in der OECD zu diesen Zielsetzungen bekennt, aber die Transnistrier selbst noch nicht. Da natürlich ein Dialog geführt werden müsste zwischen den Seiten, ist dieser Punkt, wo man eine konkrete politische Regelung anstreben kann, nicht erreicht. Ich meine, es ist natürlich auch ein Faktum, dass, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken, die politischen Verhältnisse in rechts des Dnestr und links des Dnestr anders sind und sich daher auch die Frage stellt, wie leicht man Gebiete zusammenführen könnte, ohne eine relativ weitgehende Änderung der politischen Realitäten, auch der innenpolitischen Realitäten in der Region. Also so gesehen, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir uns alle seit Jahren konzentrieren auf diese kleinen Schritte, also auf Nummerntafeln, Brücken, Trolleybusse, Bewegungsfreiheit für Lehrer und warum es übrigens ein besonderes Problem war, dass in den vergangenen Monaten wegen der Pandemie,
Bewegungsfreiheit massiv eingeschränkt war. Und ehrlich gesagt, die transnistrischen Autoritäten unter dem Argument des Seuchenschutzes den Bewegungsspielraum sehr deutlich eingeschränkt haben. Also ich glaube, der erste Schritt ist jetzt abgesehen von den großen Lösungen, dass man diese volle Bewegungsfreiheit, die ein Spezifikum dieser Region war, wieder herstellt. Was ich sonst sagen wollte, ist zum Thema Neutralität. Das habe ich vielleicht nicht genau genug erwähnt. Die Republik Moldau ist schon neutral, weil sie im Jahr 1994 hat das moldauische Parlament die immerwährende Neutralität der Republik Moldau erklärt. Verbunden natürlich mit der Auflage, weil das gehört ja auch nach unserem Verständnis zum Kernbestand der Neutralität, dass es in der Republik Moldau keine fremden Truppenstützpunkte geben soll. Das heißt, es stand natürlich die Neutralitätserklärung damals ursächlich, hing in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Präsenz russischer Truppen auf der anderen Seite des Dniester, wo sie ja unter einer Reihe von Titeln bis heute sind. Ich meine, wie ich schon gesagt habe, die Republik Moldau befindet sich in einer Region, wo es erfreulich wäre, wenn ein Ausgleich gefunden werden kann zwischen den Bevölkerungsgruppen und den politischen Strömungen, die im Land nun einmal eine Rolle spielen. Ein, wie ich schon gesagt habe, ein breiterer politischer Kompromiss, der diese, sagen wir, Logik pro-europäisch versus pro-russisch überwinden kann, mit einem, glaube ich, klaren Einverständnis doch auch der wirtschaftlichen Interessen des Landes. Ich glaube, der Präsident Dodon, der scheidende Präsident, hat dieses Thema, was du gerade erwähnst, sehr oft angesprochen, hat immer wieder davon geredet, dass Österreich ein Modell für Moldau sein könnte. Ich meine, ich glaube, ich muss in meiner derzeitigen Funktion und doppelt auch als Österreicher, wenn ich mich zu diesem Thema äußere, sehr vorsichtig sein. Ich glaube, das, was die spezifische Situation Österreichs im Jahr 55 ausgemacht hat, war, dass aus einer Reihe von Gründen für Österreich im Jahr 55 eine Lösung gefunden wurde, die für Österreich als kleines Land möglich war, aber für das große Deutschland nicht. Ich meine, es ist umgekehrt auch ein Faktum historisch, dass die Sowjetunion den Weg des Staatsvertrags gegangen ist und dann in weiterer Folge der Neutralität, weil sie damals gedacht hat, es könnte sehr wohl ein Modell für Deutschland sein, was es dann nicht war. Also ich glaube, das, was man aus der österreichischen Erfahrung lernen kann, ist, dass es manchmal für kleinere Staaten Lösungen gibt, die für größere in dieser Form nicht ohne weiteres zur Verfügung stehen. Und daher glaube ich, dass es auch falsch wäre, hundertprozentige Parallelen, sagen wir, zwischen Lösungen für Moldau einerseits und die Ukraine andererseits zu ziehen. Und genau also diese Art von Logik, dass das, was in der Moldau passiert, dann in weiterer Folge in der Ukraine passieren könnte, hatte ja damals die Konsequenzen, von denen ich schon gesprochen habe, beim Kosakplan. Umgekehrt, ich meine, das, was in Österreich passiert ist, war 55. Wir leben jetzt in einer anderen Zeit. Es ist nicht ganz klar, wie das auf die dortige Situation anwendbar ist. Ich glaube, das, was ganz wesentlich ist und auch eine Lehre ist, die Österreich durchaus mit anderen teilen kann, ist, dass derartige Lösungen nur funktionieren, wenn sie im eigenen Land, im betroffenen Land, auf einem breiten parteienübergreifenden gesamtgesellschaftlichen Konsens beruhen. Und die Neutralität, ich meine, wie gesagt, Moldau ist schon neutral. Ob man mit dieser Neutralität mehr machen soll und ob das eine Rolle spielen soll in der Lösungssuche, ist ein Thema. Und deshalb bin ich eben auch vorsichtig, dass in Moldau selbst umstritten ist. Und die sogenannten proeuropäischen Kräfte, die neue Präsidentin, ist in dieser Frage wahrscheinlich skeptischer, als es der scheidende Präsident war. Also ich glaube, die einfache Antwort oder die kurze Antwort auf deine Frage ist, dass Lösungen dieser Art im Land selbst gefunden werden müssen und nur funktionieren, wenn es dazu einen breiten Konsens innerhalb des Landes gibt. Ja, es ist ja durchaus erfreulich. Ich sage das jetzt, was an praktikablen Fortschritten bereits
erzielt worden ist, die zweifellos in eine richtige Richtung gehen. Jetzt habe ich noch aus dem Publikum einige Fragen bekommen und die beziehen sich auch auf die Frage, was kann die EU tun dazu? Ist das Instrument der östlichen Partnerschaft tatsächlich hilfreich? Du warst in deiner vorigen Funktion zuständig auch für diese Frage, wie wenn du jetzt die Seiten wechselst sozusagen von der OSZE zur EU, wie würdest du die Problematik sehen oder wie würdest du mögliche Perspektiven sehen? Also ich würde mal damit beginnen, ich habe an diesem 5 plus 2 Prozess als einer der plus 2 in meiner EU-Eigenschaft 4 Jahre lang mitgewirkt. Und daher weiß ich, wie nützlich die Rolle der EU in diesem Zusammenhang ist. Erstens einmal aus den wirtschaftlichen Gründen, die ich schon genannt habe, dass beide Seiten ein Interesse haben, dass beide Seiten ein Interesse haben, nämlich an einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der EU. Und zweitens auch, weil sehr viel von dem, was dort geschieht, also zum Beispiel die Sanierung dieser Brücke in Gurabikuli-Bicok, die Frage, ob man durch diese diversen Exklaven und Enklaven, die es da gibt, eine, ich habe das schon erwähnt, eine Buslinie schafft, auf der sich die Leute frei bewegen können. Alles das funktioniert in Wahrheit mit wirtschaftlicher Unterstützung der Europäischen Union. Das heißt, die Europäische Union ist dort schon präsent und macht relativ viel und ist auch wegen dieser Präsenz auf beiden Seiten wohl gelitten. Und obwohl das jetzt vielleicht komisch klingt, wie der albanische Vorsitz sich überlegt hat, wer diese Arbeit machen sollte, sind sie auf mich gekommen, auch wegen meiner Tätigkeit für dieses Dossier in der EU. Und der Umstand, dass ich das für die EU gemacht habe, war einerseits bei der Republik Moldau, die eben dieses Assoziierungsverhältnis zur EU hat, sicher kein Nachteil, aber auch, und das finde ich interessant, bei den Transnistriern nicht kein Nachteil, weil eben auch die Transnistrier die Rolle der EU als relativ positiv angesehen haben. Und ich glaube, das ist sicher erweiterungsfähig und das ist sicher ein Bereich, wo ich meine, die Haupt, um ganz ehrlich zu sein, die Hauptsorge, die die Europäische Union in der Region hat, ist nicht so sehr die primär jetzt einmal die Überwindung dieses Konflikts, sondern auch die Sicherung der Rechtsstaatlichkeit in der Republik Moldau insgesamt, die Bekämpfung der Korruption und viele andere, die Reform des Justizwesens etc. Das heißt, die EU ist in der Republik Moldau außerordentlich präsent und ich glaube dort inzwischen auch ein bei der Bevölkerung wohlgelittener Partner. Ich kann das anekdotisch erzählen. Ich schätze sehr den EU-Delegationsleiter in Moldau, also den Botschafter der Europäischen Union in Moldau, einen slowakischen Diplomaten. Und der hat mir einmal erzählt, dass er an einem Sonntag gefahren ist durch das leere Stadtzentrum Chisinaus in seinem Dienstwagen, den er selber gesteuert hat. Und es kam ihm ein Trolleybus. Für Trolleybusse, wie du schon aus meinen Ausführungen gehört hast, spielen in der Region eine große Rolle. Ein innerstädtischer Trolleybus aus Chisinau entgegen. Und der ist also bei der Kreuzung, wo sie beide aus unterschiedlichen Richtungen zum Stehen gekommen sind, ist er sozusagen, ist der Trolleybus in die linke Spur gefahren von seiner Seite, damit er ganz nah steht, Nase zu Nase, neben dem Dienstwagen des EU-Botschafters. Und dann hat also der Trolleybusfahrer heruntergerollt sein Fenster und der Botschafter sein Fenster heruntergerollt und der Trolleybusfahrer hat zum Botschafter gesagt, gestern im Fernsehen waren Sie wirklich ausgezeichnet. Und ich glaube nicht, dass es viele Länder auf der Welt gibt, wo der EU-Delegationsleiter eine solche Visibilität hat, weil eben die EU für Moldau wichtig ist, für dessen Reformprozess. Gleichzeitig aber wird sie auch gesehen als ein nützlicher Faktor in der Konfliktbewältigung. Und ich würde es einmal sagen, in einem höheren Ausmaß als anderswo, weil in der Ukraine hat ja die EU keine strukturelle Rolle in der Konfliktbewältigung in der gleichen Art, wie sie das in Moldau hat. In Georgien ist sie in einer vergleichbaren Situation, da ist sie in die internationalen Gespräche eingebunden, nur sind die, sagen wir, noch viel eingefrorener als das, was wir machen. Und wie man jetzt auch gesehen hat, in Bergkarabach spielt die EU als solche keine unmittelbare Rolle. Ja, da es zurzeit keine Diskussion oder kein Gespräch gibt, wo nicht die Frage des hohen C, nämlich die Frage nach dem Einfluss von China auftritt, hat auch ein Zuhörer die Frage gestellt, wie sieht es aus? Hat China eine
hohe Präsenz? Hat es eine erhöhte Präsenz? Was sind konkrete Aktivitäten in Moldawien beziehungsweise auch in Transnistrien? Also ich meine, dass China insgesamt versucht, seine Präsenz zu verstärken und dass es in der Region, in Osteuropa, in der östlichen Partnerschaft, auch am Balkan übrigens ausgeprägte Versuche dieser Art gibt, ist unbestreitbar. Dass auch aus unserer Sicht sich, aus der Sicht, uns meine ich jetzt doch noch die Europäische Union in meiner früheren Funktion, dass sich gewisse Fragen stellen, auch die, für den Einfluss, den die den China erwirbt durch Investitionen in Schlüsselinfrastrukturen, in etc. Mir ist, muss ich ganz offen sagen, gerade im Fall Moldaus ist mir ein derart vergleichbarer chinesischer Einfluss bisher nicht so bewusst geworden wie in anderen Ländern der Region. Das spielt unter anderem auch eine gewisse Rolle, dass es einerseits diese starke wirtschaftliche Ausrichtung gibt zur EU, übrigens auch für natürlich Moldau selbst nach Rumänien, und dass andererseits bei der Energieversorgung des Landes Russland eine ganz zentrale Rolle spielt, wo übrigens auch diverse komplexe Konstruktionen sind zwischen den beiden Seiten des Dnester. Also ich glaube, die Frage ist für die Region insgesamt berechtigt im Fall der Republik Moldau, würde ich sagen, ist sie für mich bisher nicht so im Vordergrund gestanden. Ja, ich komme damit zur letzten Frage auch aus dem Publikum. Sie lautet, was sind nach Ihrer Sicht die größten sicherheitspolitischen Herausforderungen in Bezug auf Moldawien und Transnistrien, auf die wir uns alle in Europa einstellen müssen? Ich glaube nicht, dass eben das von Transnistrien eine unmittelbare Destabilisierungsgefahr ausgeht, aus den Gründen, die ich schon von ganz am Anfang gesagt habe. Ich meine, der Konflikt ist wirklich eingefroren. Der Punkt ist aus meiner Sicht eher der umgekehrte, dass Transnistrien wahrscheinlich der einzige von den eingefrorenen Konflikten ist, wo es zumindest den deklarierten Willen, um es einmal so auszudrücken, der aller Beteiligten, und ich betone inklusive der Vereinigten Staaten, inklusive von denen ich noch nicht so viel geredet habe, die natürlich auch ein starkes Interesse haben in diesem Prozess, der Russischen Föderation, der EU und anderer gibt, hier an einer Lösung zu arbeiten. Das heißt, ich meine, wenn man ein positives Beispiel für Lösungsmöglichkeiten in der Region sucht und finden will, ist die Hoffnung, dass man sowas dort findet, wahrscheinlich größer als irgendwo sonst in der Region. Umgekehrt würde ich sagen, dass für die EU, ich wiederhole, was ich schon vorher gesagt habe, über diese Konfliktfrage hinausgehend ein ganz gravierendes Problem ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit und der Reform, des Reformprozesses in der Republik Moldau. Die Republik Moldau, ich habe schon gesagt, hat also aufgrund der Erfahrungen oligarchischen Verfahren der Vergangenheit hier einen beträchtlichen Reformbedarf. Das heißt, ich glaube, und andererseits ist die Republik Moldau unter den östlichen Partnern eine Weile lang das, was man auf Englisch der Frontrunner ist, also der, der als erstes ein Assoziierungsabkommen hatte, der, der als erstes visumsfreien Verkehr hatte, etc. und einiges andere mehr. Also ich glaube, es besteht aus der Europäischen Union ein großes Interesse an jetzt auch die positive Dynamik aus der Sicht der Europäischen Union nach den Präsidentenwahlen für diese innerstaatlichen Reformen zu nutzen. Für diesen Aufgabenbereich bin ich selber nicht mehr zuständig. Er interessiert mich natürlich weiterhin und ich glaube umgekehrt natürlich auch, dass ein politischer Erfolg in den Reformen in Moldau dem gesamten Prozess zuträglich ist. Aber wie gesagt, der gesamte Prozess, der Prozess, mit dem ich zu tun habe, beschäftigt sich ein bisschen mit anderen Fragen. Ein großes Risiko sehe ich, man kann sich immer irren, aber ein großes Risiko oder ein ausgeprägtes Risiko sehe ich dort im Vergleich zu anderen Konfliktherden nicht, eher ein Potenzial, das unausgenutzt ist. Ja, dann möchte ich mich auf das Allerherzlichste bedanken für diese wirklich ausführliche, umfassende und hochinteressante Darstellung der Situation in Moldawien, Transnistrien. Es ist durchaus beruhigend zu hören, dass nicht jeder eingefrorene Konflikt die Tendenz hat, zu entfrieren.
Und mir bleibt eigentlich nichts anderes über, als dir einfach nicht nur zu danken, sondern gleichzeitig alles, alles Gute zu wünschen bei deiner Tätigkeit im Rahmen der OSZE. Ich glaube, dass es wert ist, sich dort zu engagieren und an dieser Sache zu arbeiten. Es dient sicherlich nicht nur der Bevölkerung, sondern der gesamten Region. Ein herzliches Danke dafür. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch gleichzeitig unsere nächste und gleichzeitig letzte Sendung in diesem Jahr, AES Talk, ankündigen. Nächster Mittwoch zur üblichen Zeit um 16 Uhr. Und unser Gesprächspartner wird Professor Pollack, der Rektor der Webster University in Wien, sein zum Thema, ja, was könnte es anders sein? USA und EU unter Biden. Wir sind schon sehr gespannt auf die Ausführungen zu diesem Thema, das in eine ganz andere Richtung geht. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.